Moin Leute, keine Sorge, Vlog geht gleich los, meine Fresse bleibt jetzt hier nicht vor der Kamera static. Ich will nur Folgendes sagen. Die Messe war sehr cool, wir haben eine ganze Menge Material aufgenommen, aber ich sag mal so, der Vlog wird jetzt sehr, sehr unstrukturiert und lustig und komisch werden, weil ich einfach überhaupt keinen Wert darauf gelegt habe, irgendwie eine Struktur reinzubringen, weil ich einfach meinen Spaß haben wollte und so war es tatsächlich auch. Es ist ein neues Video mit diesem Video gerade online gekommen, trotzdem denkt bitte nicht, dass ich jetzt extrem aktiv wieder sein werde. Ich will natürlich trotzdem das Material, was ich eingefangen habe, für euch veröffentlichen und euch zeigen. Aber ich kann jetzt trotzdem noch nicht, sage ich mal, mit der Videoproduktion komplett wieder anlaufen und komplett wieder so sein, wie ich, ja, ich will nicht sagen, wie ich mal war, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Des Weiteren haben mich viele angeschrieben von wegen, wie ich doch so dumm sein kann und auch wie andere 15-jährige Teenies mit Telonym holen kann, wo ich sagte, erstmal ist es doch meine Entscheidung, was ich mache. Zweitens hat es ja nichts mit meiner Intelligenz zu tun. Ich meine, viele haben gesagt, dass ich jetzt deswegen dumm wäre oder irgendwie sowas. Ich kann nur mal sagen, mein IQ wurde gemessen, der ist nicht gerade niedrig. Ich will nicht die Zahl sagen, weil es klingt angeberisch hoch 10, aber ich will wenigstens ein bisschen mich verteidigen. Des Weiteren ist es so, ich war krank, ich hatte eine Mittelohrentzündung, was für ein Tontechniker echt verdammt scheiße ist. Und ich hatte einfach Langeweile. Du liegst den ganzen Tag im Bett und du wusstest nicht, du weißt nicht, was du machen willst. Du kennst alle Videos bei YouTube schon. Da hast du auch keinen Bock auf YouTube. Und dann dachte ich mir so, Telonym. Lustige Geschichte, kann jeder mal sagen, was er denkt. Oder dass man weiß, wer es ist. Deswegen ist das meine Geschichte. Ich werde das auch behalten. Ich finde es weiterhin witzig. Ja, es geht oft sehr privat, aber ab und zu antworte ich auch einfach nur so dumm, wie die Fragen kommen. Trotzdem bin ich gerade guter Dinge und ich hoffe, euch gefällt der Vlog. Wie gesagt, nur in HD, die große Kamera habe ich fast nur stecken lassen, nur meine kleine bei gehabt, aber ich denke, das wird euch trotzdem gefallen. Und eins kann ich auch noch sagen und darauf bin ich richtig stolz. Ich bin jetzt tatsächlich Voice Acoustic User und ich freue mich mega darüber. Alles klar, viel Spaß am Vlog und bis dann. Tschüss. So, wir sind jetzt 2 Stunden gefahren, glaube ich, und ich bin noch nie, glaube ich, in meinem Leben so lange gefahren am Stück, wo einfach mal man fast nichts gesehen hat durch den Regen. Aber wir sind bald da. Ich habe noch meinen Subway-Keks hier. Ja, es ist kalt und ich will ins Bett. Das ist doch so. Also, wir sind jetzt in der Wohnung angekommen. Das ist eine sehr schöne Wohnung. Wir fühlen uns hier alle wie eine YouTuber-WG. Also wir beide, der Rest vor nicht, allem, aber wir beide. Vor allem ich mit meiner Piss-Spielzeugkamera und Kevin kommt mit seinem Riesenschiff hier an. Ja. So, und wer? Dafür habe ich ein krasses T-Shirt. Also, hallo, das habe ich gerade geschenkt bekommen sogar. Ich darf sogar beim Feiern im Club auf der Bühne im Publikum überall tragen, wo ich will. Ja, nur beim Stage-Diving musst du aufpassen, ne? Wegen den Flecken und so. Das ist nicht Stage-Diving-Fest? Ja, doch schon, aber wir haben es noch nicht getestet. Wisst ihr ja eigentlich, also wenn es schon da drauf steht, ja. Das halbe Wort, dann sollte es auch fest sein. Ja, das stimmt wohl. So, Sie sehen wieder den extrem faulen Jan, heute um 12 Uhr morgens aufgestanden, sitzt mit dem Laptop, ja, hat nichts gemacht. Muss ja auch mal ein bisschen chillen zwischendurch. Mal ein bisschen chillen. Und siehst du, der Kevin ist wieder hart am Arbeiten, hat die schwere Kamera auf der Schulter, aber der Diving guckt zu wie immer. Studenten halt, ne? Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn ich vielleicht irgendwann mal ein neues Shirt habe, wo die Farbe invertiert ist. Nicht? Nein, nee. Wäre geil, oder? Ist nicht. War im Budget nicht drin. War einfach so wert. Wie erwähnt. Träge ich meine Zunge so raus, ne? Das ist kacke. Du hast doch Premiere gerade drauf, ne? So, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie spät ist es eigentlich? Es ist jetzt so spät, wir sitzen immer noch hier, noch ein bisschen was besprochen. Der Jan hat seinen Vortrag geübt und ich habe tatsächlich die Klappe gehalten. Ich hätte es nicht von mir gedacht. Also, naja, negativ die Klappe gehalten, sagen wir es lieber so. Alle sitzen noch an ihren Apple-Geräten. Werbung Ende. Das musste jetzt sein. Link zu den Apple-Geräten unten in der Videobeschreibung. Genau. Und auch auf unserer Seite, stagefootsolar.com. Ja, alles komplett mit Links zugeknallt. Immer da kaufen. Wir werden jetzt erstmal schlafen gehen. Morgen wird ein langer Tag. Wir haben morgen eine ganze Menge vor. Haben uns viel vorgenommen heute, was Videodreh angeht und so weiter. Ich freue mich schon, morgen dem Jan auf die Eier gehen zu können. Und dann sehen wir... Sehr gut. Alles klar, sehen wir uns morgen. Tschüss. Also, die beiden bauen schon. Ich kann zugucken. Ich bin hier am Arbeiten, der Nico dreht wieder irgendwelche dösigen Videos. Wie das hey, ist gar nicht wahr, ich bin voll seriös. Ja, total. Na, guten Morgen. Ja, ich habe die wichtigste Aufgabe hier. Nee, den Kaffee trinken. Worauf ich auch ein bisschen neidisch bin, ist... diese coolen Windschütze hier von Stage 223, das ist super, super geil. Man wirkt einfach richtig
professionell man hier auftritt, schon cool. Klein, kompakt, aktiv und sehr, sehr laut und vor allem für den kleinen Geldbeutel. Hört mir sehr gut und ja, weiter geht's. Ich hasse nicht, mich selbst zu hören. Das ist ganz, ganz furchtbar. Hier wurde schon ein bisschen Material vorbereitet. Okay. Guten Tag. Das hast du aber freundlich gesagt. Unser Profi-Lampenhalter. Ja, sowas wie Licht gibt es in Hannover nicht. Hannover ist halt nicht, hat sich Strom spart. Nein, keine Ahnung. Wir laufen jetzt kurz nochmal zum Herrn und zum Diving runter. Die Messe ist auch gleich vorbei. Ich bin Jori, ist auf dem VIP-Gang. Die dürfen andere gar nicht lang. Nein, Mann, Spaß. Also nee, stimmt schon, dass er keiner lang darf, aber mit dem krass fühlen war ein Spaß. Ihr versteht schon. Hallo. Fokus. Danke. Man merkt auf jeden Fall, wie die Messe immer, immer leerer wird. Wir nähern uns dem Ende und gleich ist hier dann auch vorbei. Lieber Herr Scheugen, wie war der erste Messetag für dich? Also jetzt hier am Stand. Noch ist er nicht vorbei mega gut, für uns. Mega, mega gut. Viele nette Gespräche geführt. Das ist gut. Und echt wieder viel geredet. Ja, ich merke das schon. Also seid beide gerade ein bisschen meine Stimme, kaputt. Meine, ne? Stimme ist auch ein bisschen weg schon wieder. Ne? Also morgen wird schwierig. Ja, aber es geht aber noch weiter. Jetzt darf es nicht auch weiter. Ja, ja, ich gebe mich auf. Ja. Wehe. Könnt ihr nicht mal auf den Nico warten? Immer muss der hinterher. Hier, komm. Alter, du hast doch mal Licht, ey. Vorne bist du in der Mitte. Scheiße, ne? Vorne ist, ey. Ja, die sagen, mein Licht ist zu hell. Meine Kamera ist halt zu bosshaft für sie. Yo, Aftershow-Party war richtig, richtig geil, ey. Echt richtig Spaß gemacht. Das ist echt, das war richtig cool. Nee, aber grundsätzlich sollten wir schon sagen, die Aftershow-Party war cool. Hat Spaß gemacht. Wir haben lustige Fotos gemacht. Hast du eigentlich jetzt die Fotos, oder? Hatte ich vorhin noch in der Tasche. Ich will die nachher einscannen. Ich will die nee, haben. Kannst du online. happyselfie.de kannst du dir die anschauen. Okay. Ich schwöre, wir gehen jetzt noch was essen, weil der Jan schwört. Ey, ich hab voll Hunger, Alter, ich schwör. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir gehen mit 10 Personen oder so. Ja, wir gehen mit voll vielen Leuten. Mach mal keine Randale da hinten. Mit DL Audio und so und Voice Akustik und so. Und so und die ganzen Checker. Voice Akustik, die meisten sagen immer Akustik, ich verstehe gar nicht warum. Das willst du mich jetzt belehren oder was? Ja, ey, sogar, Mann, auf, sogar, ey. Auf dem PA-Plan unten, wo man die PAs vorhören kann, steht ja. Voice Akustik drauf, wo ich denke, seid ihr bescheuert oder was? Das heißt Voice Akustik nochmal für alle. Oh, du bist jetzt hier Rechtschreib-Nazi, oder? Ja, was? Heißt Void Acoustics, L-Acoustics, ja. Aber das heißt Void Acoustics, kein X. Ja, okay. Wir gehen so ungefähr mit über 10 Personen, glaube ich, essen mit Void Acoustic. Void Acoustic. Mit PL Audio, ich weiß gar nicht. Mit Stage 2-3? Genau, natürlich mit uns. Mal gucken, wer noch so dabei ist. Machst du vielleicht noch ein Video? Nee, ne? Ja, weiß ich nicht, vielleicht. Doch. Aha, okay. Ja, ein Vlog. Also ciao, ne? Ja. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Komm. Was? Hab ich. Hallo. iPhones. Hallo! Wir wollten alle essen gehen. Ganz entspannt im Restaurant. Naja, was soll man dazu sagen? Bin ein bisschen genervt, ja. Einfach aus dem Grund, weil wir einfach ein Parkticket bekommen haben. Ja, kannst du einfach da vorne entwerten, dass du als Firma eben, weil wir ja wirklich als Firma hier sind, rauskommst. Haben es entwertet, starten Motor, Schranke geht nicht. Abgelaufen, nachzahlen, gehen wieder rein, probier's nochmal. Abgelaufen, geht nicht, nachzahlen, rennt der nochmal rein, der liebe Daniel. Also erst war ich, jetzt er und alles nervt gerade irgendwie ein bisschen. Wir wollen eigentlich nur essen, der Rest ist schon da, 10 Leute warten da auf uns und wir gammeln hier mal auf dem Parkplatz. Das ist gerade echt ein bisschen doof. Ich wollte diesen Sketch von gerade eben aufnehmen, das war sehr witzig. Verpiss dich. Oh. Mann ey, geh mir nicht in deinem scheiß Licht auf den Sack, Alter. Nein, ich muss mich erstmal hinsetzen, ich muss ein bisschen chillen erstmal. Also man merkt, ich mache mir hier richtig schnell du gute Freunde. Ah, genau, Wasser, was trinken wir jetzt auch geil, ne? Ja, ich trinke jetzt auch was. Also ey, ich bin hier echt der Arsch des Abends. Bring mal ein Wasser, bitte. Ich bin ja Prinz William, ey, warte. Also der Kim, der misst hier erstmal alle Lampen durch, ob die auch alle okay sind. Weil ich als Zufall einen Duspol bei habe. Muss man halt machen, ne? Ich frage mich selber, warum ich überhaupt einen Duspol bei habe. Das braucht man halt. Durchmessen, ne? Ja. Wir haben rausgefunden, das Licht dann. Das Problem ist, die Lampe geht nicht mehr, aber dafür kann ich das Teil hier zum Leuchten bringen. Zeig doch mal den Zuschauern, wie das Ding zum Leuchten bringt. Ja, man muss einfach mit dem Duspo an die Lampe gehen, mal durchmessen. Und dann habe ich das Licht aus der Lampe. Lampe auf den Duspo übertragen. Magic Light hier. Da geht hier quasi ein Licht auf. Ja. Oh, badums. Badums. Katsching. Ja, ich wollte gerade Zähne putzen und dann kriege ich wieder die Meise. Nee, wir sind. Abschlusszähne putzen hier, ne? Geil, ne? Super geil. Übrigens, meine Zahnpolze, Jumbles ist mit DMX, ne?
Royce ist natürlich auch, ne? Drei Kanäle, alles klar. Ja. RGB und, vier Kanäle und noch. Und das ist auch die Stagehand in der Black-Variante, ne? Also in schwarz. Leute, die Bescheid wissen, wir sind beide Truppe-Fans. Genau, Let's Bustle, woo! Let's Bustle Army, yeah, Army. Jo. Was? Nee. Herrgott! Herrgott! Kriegst du die Meise? Ja, das ist bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Gib mal hier, ja, gib mal Kette jetzt, los. Yes, wir haben alles du hast schon wieder 12 verschlafen. Und halt ihm gar nicht zu, wir haben es zusammengepackt. Und du bist der Letzte, wir warten immer auf dich. Das Letzte, nein. Oh, das Letzte, oh, gedüst. Nein, wir fahren jetzt los, haben alles zusammengepackt hier. Sind alle total munter, nee, überhaupt nicht. Und das gerade mal beim zweiten Messetag. Naja, ja. Bis dann, tschüss. So, ich will euch mal eben zeigen, in welch einer Idylle wir hier eigentlich gehaust haben. Da hinten ist unser Haus gewesen und hier sieht's wirklich, wirklich schön aus. Ich hätte gar nicht gedacht, dass hier auf dem Land, sage ich mal, am Rand Hannovers, die Straßen benutzt werden. Aber tatsächlich, da fährt ein Auto. Ich meine, im Vergleich zu Berlin ist das schon... Das machst du ganz toll. Danke. Das sieht schon richtig assi aus. Nico fährt das Auto mit einem scheiß Kapuze hier. Ey, was los denn hier? Was los denn? Also ihr merkt schon, ich bin gar nicht bei der Sache. Es ist viel zu früh am Morgen. Wir haben viel zu wenig Schlaf. Gestern Abend haben wir voll eskaliert. Nein, eigentlich nicht. Wir waren eigentlich nur essen. Ich habe mir im Mund fusselig gesprochen. Es macht immer wieder ganz viel Spaß, mit den Jungs von Voice Akustik und PL Audio zu sprechen. Interessant. Wir sind hier live vom Lineware-Stand, wo gerade ein Mac die Beine hochgemacht hat. Und jetzt ist Jan. Das war krass. Jetzt wieder ein Video drehst du dir. Du hast mich im Bett gefilmt. So. Ja. Moment. Okay. Und des Weiteren muss aber gleich einen Vortrag halten. Was machst du denn jetzt? Ach, improvisieren. Das, was ich immer mache. Meinst du nicht, dass das eine Pechsträhne ist? Ein Liedreher und jetzt nein, ist der nein, okay. Nein. Ja, das ist halt immer so, pro Messe geht immer irgendwas kaputt, ne? Bei mir noch nicht. So, Scheiße. Noch nicht. Vielleicht so, Kamera runtergefallen. Aber guck mal, Kopfhörerbuchse haben wir auch schon gehabt, ne? Ja, also, ne? Es wäre auch langweilig, wenn halt alles perfekt funktionieren würde, ne? Dann ja, also das Gute ist, die Schäden werden immer teurer. Ja. Ja. Das Spielzeug wird teurer und natürlich die Schäden auch. Bis später. Boah! Ja, das war ein bisschen kacke. Jan hat super Laune und isst gerade sein kleines Sandwich. Ganz ehrlich, wenn ich Hunger habe, bin ich wie eine Diva. Ach, sonst nichts? Genau. Deswegen esse ich jetzt erstmal was. Na? Na. Ja, das glaube ich. Ich bin froh, wenn nicht jemand mit einer Ligria früh morgens in mein Bett kommt. Nein, Schwanz. Ja, du wirst es vermissen. Ja, wirklich. Nein, ich fand das wirklich sehr, sehr witzig. Ja, ich auch. Hat mega Spaß gemacht. Und auf jeden Fall, noch ist der Vlog nicht zu Ende, meine lieben Freunde. Wir werden noch bestimmt einige witzige Dinge einfangen, vor allem, wenn wir noch essen gehen. Gehen wir? Ja. Ne? Gehen wir? Nicht zu Restaurant. Hä? Restaurant zu Ja, Nico, wir gehen nachher noch essen. Alle, gehen wir? Restaurant zu Goldene Möwe. Ja, Goldene Möwe oder dieser runde Lidl-Kreis da, der aussieht wie Burger King. Ja, irgendwie sowas. Witzig! Soll ja nicht witzig sein, Herrschaft! Witzig! Herrgott! Herrgott! Mann! Ja, übrigens, vorhin haben wir jetzt eben mal eine Truppe gezeigt, ne? Ach! Ja, was sagst du dazu, Kevin, zum Truppe? Was sagst du zur Truppe? Ich habe mir bis jetzt ein halbes Video angeschaut, keine Ahnung. Da krieg ich doch schon wieder die Meise! Also, wir können ja mal den Truppe verlinken, für die, die nicht kennen, weil wir ja gerade so krass Werbung machen. Ich mach's einfach mal. Guck mal in die Videobeschreibung, ist ein lustiger Kerl. Geil, wenn der auch mal aufs Messe kommen würde, weil er ja auch DJ ist, hast du gesagt, ne? Ja, das wäre mega. Das wäre mega cool. Irgendwann. Ich würde mir auch ein Autogramm holen von dem. Und ja, und ein Foto machen und Video machen und also alles, was manche mit uns machen würden, würde mit ihm machen. Genau. So, so langsam ist hier alles dann vorbei, jetzt sind noch alle fertig, werden gleich was essen gehen. Die Voice Akustik-Jungs bauen schon ab. Eigentlich alle bauen hier ab, ist ja auch scheißegal, die Halle ist fast leer, wir werden jetzt gleich was essen bei McDonald's. Und dann, die Messe ist auch schon vorbei. Musst du mal in mein Bild reinrennen. Ungezogene Göre. Was ist denn? Das ist A-Team. Hey! Nein, das ist A-Team. Oh, okay. Und jetzt ist hier, der Daniel macht jetzt hier richtig einen auf A-Team-mäßig. Ja, Mann, richtig heftig. Richtig heftig. Guckt ihn euch an, ist der krass. Ihr müsst jetzt hier hinten so ein Greenscreen hinpacken und einfach nur winden ein bisschen und dann... Ah. Hey! Hey! Das ist übel sexy. Mann, ey, ich will essen, ich hab Hunger. Ja, ich hab auch Hunger. Also Kim muss jetzt unser Parkticket entwerten, der braucht halt Jahre dafür und dann gehen wir essen.
So, Dalvin, na komm, mach hin. Ist der Fußgänger überweg? Du wirst. Oh, Ruhe! Du bist im Auto gefahren und bist trotzdem langsamer als ich. Wie kann das sein? So, wir haben es 1:01 Uhr. Wir sind also ziemlich am Kränkeln. Also meine Mandeln sind dick geworden auf jeden Fall. Und ja, ich werde jetzt ins Bett gehen und mir noch die ganzen Videos der Vlog-Kamera angucken. Wir haben echt eine ganze Menge witzige Sachen gefilmt. Die Vlogs von Stage sind sehr lustig geworden. Auch die ganzen Beiträge sind sehr cool geworden. Es war wirklich eine erfolgreiche Messe für mich, für Stage und auch für die ganzen Hersteller und auch für meine Kontakte, für meine Firma. Es war wirklich komplett cool. Ruben hat da wirklich was Krasses auf die Beine gestellt. Und ich muss sagen, nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall wieder damit dabei. Aber jetzt gehe ich erstmal schlafen und werde, sage ich mal, neue Kraft tanken. Bis dann.